Es gibt mal wieder amtliche Neuigkeiten, meine stammtastischen Freunde. Ich hoffe aber erstmal inständig, dass es euch da draußen natürlich allen soweit ganz gut geht. Und danke fürs Einschalten auch zur späten Stunde. Das heutige Video richtet sich eher so an die komplette Minecraft Bedrock Community, dürfte aber trotzdem für die Java-Spieler da draußen interessant sein. Aber eigentlich primär eher an die Spieler, die bereits Minecraft Betas, also Bedrock Betas testen oder schon immer diese Betas testen wollten, es aber halt nicht konnten, da sie auf einem iOS-Gerät spielen, also Apple oder auf der PlayStation unterwegs sind oder auf der Nintendo Switch unterwegs sind, denn da ging es halt einfach schlichtweg noch nie, dass man da Betas testen konnte. Denn für euch und alle, die sich für Minecraft Betas oder Snapshots auf jeden Fall interessieren, gibt es unglaublich gute Neuigkeiten. Denn vor einigen Minuten wurde das sogenannte Minecraft Preview Programm angekündigt und dies ist eine Revolution des bisherigen Minecraft Beta Programms und es ist einfach enorm. Wirklich, Freunde. Also da muss ich ganz klar sagen, Hut ab an die Developer, was sie jetzt da so auf die Beine gestellt haben. Alles Wichtige erfahrt ihr im heutigen Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um wöchentlich mit frischen Minecraft-News versorgt zu werden und gerne auch das Video positiv bewerten, wenn es euch denn gefallen sollte. Besten Dank. Vorher gehen noch ganz liebe Grüße raus an den Sponsor des heutigen Videos und zwar Opera GX, genauer gesagt um GXC, der eigenen Gaming-Plattform sozusagen im beliebten Gaming-Browser, den ich jetzt schon seit Monaten oder Jahren fast schon benutze. Also jeder Gamer da draußen muss quasi absolut diesen Browser benutzen. Hier gibt es aber, wie gesagt, in diesem Browser eine Art Plattform, wo man jede Menge Browser-Games, die allesamt kostenlos sind und entweder von erfahrenen Developern oder von einzelnen Personen veröffentlicht wurden. Was ich halt wirklich nur hervorheben kann, ist die Vielfalt und die riesengroße Auswahl. Also hier ist quasi für jeden was dabei. Du kannst verschiedene Kategorien oder Genres durchforsten, sodass du halt dein Game findest, was du halt so gerne spielst. Ich für meinen Teil spiele beispielsweise momentan sehr, sehr oft das Game Skalka für hier und da mal zwischendurch, wenn ein Video rendert oder hochlädt, so für zwischendurch, weil solche Games einfach Spaß machen und halt nicht viel Input von meinem Gehirn brauchen und so nebenbei auf jeden Fall gespielt werden können. Auch mega ist halt die Tatsache, dass es ohne Ende Challenges gibt. Also, worauf wartet ihr noch? Ladet euch jetzt über den Link unten in der Beschreibung den Browser runter und checkt gerne mal die Games ab. Ganz viel Spaß. Starten wir direkt einmal ohne groß zu schnacken in den offiziellen Artikel auf der Minecraft.net Seite, die heute gefühlt jeder Minecraft-Developer auf Twitter zur Feier des Tages geteilt hat. Hier heißt es nämlich folgendes, oder hier heißt es nämlich, ich höre am besten auf zu reden. Hier steht jedenfalls Minecraft Preview FAQ. Hier erfahren wir also alles Wichtige und unsere Fragen sollten dann eigentlich nach diesem Beitrag beantwortet sein. Zunächst einmal, was ist Minecraft Preview oder im Deutschen Minecraft Vorschau? Wir bleiben am besten einfach mal bei Preview. Minecraft Preview ist eine Weiterentwicklung des Bedrock Beta Programms. Während unsere Betas derzeit auf Xbox, Windows und Android beschränkt sind, können wir mit Minecraft Preview auf weitere Plattformen expandieren. Minecraft Preview ist auch eine separate App, ein separates Spiel, das Sie spielen können, ohne Ihr normales Bedrock-Erlebnis zu beeinträchtigen und mit dem Sie die neuesten und besten Funktionen testen können. Außerdem müssen Sie sich mit Minecraft Preview nicht mehr entscheiden, ob Sie auf einer Beta oder der veröffentlichten Version spielen möchten. Sie können beide auf demselben Gerät oder derselben Konsole spielen. Alleine dieser Absatz ist schon huge, Freunde. Das ist schon enorm krass. Auf welchen Plattformen ist Minecraft Preview denn verfügbar? Minecraft Preview, ich bin mal gespannt, wie oft ich das heute noch sage, diese beiden Wörter, kommt für mehrere unserer Bedrock-Plattformen, beginnend mit iOS, Windows 10 und Windows 11. Kommt Minecraft Preview auf andere Plattformen? Wir arbeiten fleißig daran, Minecraft Preview auf weitere Plattformen zu bringen. Dieses FAQ wird aktualisiert, sobald es weitere Informationen zu teilen gibt. Also hier jetzt speziell Nintendo Switch, PlayStation. Da gibt es endlich Hoffnung, beziehungsweise es ist auch schon bestätigt worden auf Twitter, dass die Konsolen auch im Laufe des Jahres auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monate auch endlich ins Beta-Programm aufgenommen werden können, anhand oder dank dieses neuen Preview-Programms. Oh Gott, Freunde, ich bin so gehypt, endlich mal Betas testen auf einer Switch oder auf der PlayStation. Also das ist schon extrem krass. Dann geht's weiter mit, ist Minecraft Beta denn noch verfügbar? Die Minecraft Beta ist derzeit noch auf Xbox, Windows und Android verfügbar. Auf Xbox und Windows wird das bestehende Beta-Programm einige Überschneidungen mit Minecraft Preview aufweisen, bevor die bestehenden Beta-Programme eingestellt werden. Wie sieht es aus, wenn Spieler von der Beta zur Preview wechseln? Die Installation von Minecraft Preview wird auf jeder Plattform etwas anders sein. Lassen Sie uns die ersten drei behandeln, die veröffentlicht werden. Starten wir einfach mal mit iOS. Da steht nämlich hier Folgendes zu. Unter iOS können Sie sich für die Minecraft Preview entscheiden, indem Sie zu einer bestimmten URL, also auf einen bestimmten Link klicken und sich anmelden. Den Link findet ihr jetzt, sage ich es schon mal, in der Beschreibung. Die Plätze sind begrenzt.
werden aber zeitweise erweitert. Auf der Xbox und Windows wird Minecraft Preview jedem kostenlos zur Verfügung gestellt, der die Bedrock-Version von Minecraft besitzt. Es wird automatisch in ihrer Spiele- und auch Apps-Bibliothek als neues Element angezeigt, das zur Installation bereitsteht. Können Xbox Game Pass-Spieler an Minecraft Preview teilnehmen? Ja, Minecraft Preview wird noch in diesem Jahr zum Game Pass für Xbox und Windows hinzugefügt. Ist die Minecraft Preview im Minecraft Launcher verfügbar? Ist die nächste Frage. Minecraft Preview soll auch im Laufe des Jahres oder später in diesem Jahr zum Minecraft Launcher hinzugefügt werden. Oh Mann, ey, es ist wirklich krass, was sie da geleistet haben. Dann auch die Frage, was ist denn mit der Minecraft Beta passiert? Also dieser aktuellen Beta, die wir so kennen. Also da muss man ja Xbox Insider haben, ihr wisst schon, sich da anmelden, das Spiel löschen, neu runterladen und. Das war ja immer wirklich ein ganz klar Akt, da an der Beta teilzunehmen. Und hier steht jetzt dazu, es wird letztendlich durch Minecraft Preview ersetzt. Die Beta wird für uns eine großartige Möglichkeit, Feedbacks zu unseren bevorstehenden Funktionen zu erhalten. Aber die Minecraft Preview wird es uns ermöglichen, das Beta-Programm auf robustere Weise zu erweitern und zu verbessern. Können Minecraft-Welten in Minecraft Preview importiert werden? Diese Funktion ist derzeit nicht verfügbar, aber wir möchten sie in Zukunft hinzufügen. Wo kann ich Feedback und Fehler melden? Das ist eigentlich der klassische Link wie immer. Also ihr wisst schon, bugs.mojang.com. Das wird sich nicht ändern. Das bleibt alles gleich. Und auch die letzte Frage ist eigentlich offenkundig, wie sie beantwortet wird. Zum Beispiel, welche Funktionen nicht verfügbar sind. Plattformübergreifender Multiplayer-Modus geht natürlich nicht in der Beta. Marketplace auch nicht. Realms oder vorgestellte Server, darauf kannst du auch nicht spielen in der neuesten Beta-Version. Und auch Achievements oder Advancements kannst du da nicht bekommen. Und Freunde, das sind einfach extrem, wirklich extrem gute Nachrichten. Also ich wusste jetzt schon ab Freitag, glaube ich, dass irgendwas Montag kommen soll, weil das ein Developer gepostet hat. Da war halt so ein Apfel und ich dachte, irgendwas für Apple kommt. Aber das ist ja wesentlich größer, weil es nicht nur Apple betrifft, sondern auch Nintendo Switch und auch die PlayStation und allgemein das ganze Beta-Programm, weil es einfach besser wird. Du brauchst keinen Insider-Hub mehr, du brauchst nicht mehr dich an- oder abmelden in diesem Insider-Hub. Du hast zwei verschiedene Apps oder Spiele, die du startest, und brauchst nichts mehr löschen und es wird dein ganzes Erlebnis für die Bedrock Edition wird nicht mehr beeinträchtigt durch das Beta-Programm. Und das ist entweder einfach überkrank oder einfach überkrass. Und ich weiß nicht, warum ich das gerade so formuliert habe. Aber es wird auf jeden Fall deutlich besser und auch benutzerfreundlicher vor allem. iOS, PlayStation und Nintendo Switch werden dann also auch die Beta-Version spielen können. Endlich auf jeden Fall. Über den Link in der Beschreibung können sich heute schon alle iOS-Spieler von euch für das Preview anmelden und dann direkt auch die erste Version ausprobieren. Also es sind wirklich nur zwei Klicks, mega unkompliziert. Ich habe mich auch schon angemeldet und kann jetzt auch schon die erste Version spielen und das ist krass. Und diese Nachricht musste ich einfach nochmal heute Abend relativ spät, ich weiß, trotzdem raushauen. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich will auch nicht weiter groß rumquatschen. Das soll es auch schon gewesen sein. Nicht das Video unnötig in Länge strecken. Minecraft Preview ist jetzt für iOS draußen, wird im Laufe der nächsten Wochen oder Monaten, ich sage es mal ganz vorsichtig, vielleicht auch Monate, für PlayStation und Switch kommen und allgemein das ganze Beta-Erlebnis du warst von verbessern. Ich freue mich sehr. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.